Herzlich willkommen zu einem neuen Stay Hungry Interview und heute mit niemand anderen als Oliver Kohl. Na, Olli, ich weiß nicht, wie ich das Intro bei dir machen soll. Na, also tatsächlich habe ich mir überlegt, im Vorwege der Mann, der hinter den größten Personenmarken von LinkedIn steckt. Und ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht zu tief gestapelt an dieser Stelle. Aber ich würde sagen, wir starten vielleicht an dieser Stelle ganz entspannt und du erzählst erstmal, wer du bist und was du machst, damit die Leute so ein bisschen einordnen können. Wer ist der Typ in diesem schicken T-Shirt? Na, auf das bin ich ein bisschen neidisch. Okay. Das brauche ich, das Ding, ey. Das gefällt mir. Das ist auch sehr gemütlich, muss man sagen. wer ist dieser Typ? Wo soll ich da anfangen? Bin irgendein random Dude, der sich selbst nicht zu ernst nimmt, jetzt seit 2 Jahren selbstständig ist und es läuft irgendwie. So, und macht ein paar coole Sachen, glaube ich. So würde ich mich irgendwie selbst beschreiben. Perfektes Intro. Und da fangen wir, glaube ich, an, so ein bisschen auseinander zu dröseln, weil wenn ich an dich denke, muss ich wirklich sagen, Olli, bist du, glaube ich, einer der ehrlichsten und herzlichsten und witzigsten Menschen, die mir entlang des Weges irgendwie begegnet sind. Oha. Und das kann ich wirklich guten Gewissens Vielen Dank. Sagen. Und gleichzeitig sozusagen mehr als beeindruckt, was du in diesen 2 Jahren irgendwie auf die Beine gestellt hast. Ne? Weil vielleicht machen wir einen kleinen Schwenk irgendwie ein bisschen da rein, was du heute tust. Und dann würde ich gerne einsteigen, wie auch deine 2 Jahre unternehmerisch aussehen. Aber gerade, ich glaube, ich habe bei LinkedIn geguckt, was auf deinem LinkedIn-Profil steht. Ich glaube, da steht, ich mache LinkedIn. Ne? Willst du mal berichten, was das genau bedeutet in deiner täglichen Arbeit, was du da tust? Ich mache LinkedIn. Nein. Gespräch zu Ende. Es wäre jetzt so voll assi, wenn ich dich einfach so auffliegen lassen würde und so einfach so durchziehen würde und keiner gescheite Antwort drauf geben würde. Um das konkret zu sagen, ich arbeite mit Gründern und 2 Gründerinnen tatsächlich auch zusammen, irgendwie in der Startup-Bubble, in der E-Commerce-Bubble, in der Unternehmer-Bubble irgendwie und helfe denen einfach dabei, so ihrer Brand, die sie da irgendwie aufgebaut haben, ihrem Unternehmen, das sie gegründet haben, ein Gesicht zu geben und da vor allem, also was so mein größter Fokus ist, so Nahbarkeit zu schaffen, Gemeinsamkeiten zu schaffen und die Leute irgendwie für andere Leute auch greifbar zu machen. So ein Beispiel, auf das ich natürlich eingehen kann und was ein maßgeblicher Faktor für meine Selbstständigkeit war, ist einfach Johannes Kliesch, Gründer von Snox. Wer Snox nicht kennt, irgendwie Startup aus Mannheim, mit unsichtbaren Sneakersocken angefangen, vor 6 Jahren gegründet, 6. August 2016 online gegangen. Und ja, da habe ich mit Johannes irgendwie vor 3,5 Jahren die Reise auf LinkedIn gestartet und habe da dann irgendwie gemerkt, so durch das, was wir da gemeinsam gemacht haben, Document the Journey ist cool, also lass Leute an deiner Reise teilhaben, aber gib der Brand, also Snox, irgendwie auch ein Gesicht. Und vor allem irgendwie, und das wird jetzt immer wichtiger, so schaffe eine Basis mit, oder schaffe es, dass deine Person von anderen Menschen ja irgendwie als, also greifbar ist. Was ich damit meine, so ein Johannes Kliesch von heute, der irgendwie jetzt 28 ist, über 120 Leute bei Snox hat mittlerweile, sehr gute 2-stellige Millionenumsätze macht, so, ey, ich bin selbst 28 und das ist sehr weit weg für mich. Und ich würde mal sagen, mir geht's schon gut und ich bin irgendwie, obwohl ich ja in dieser Bubble so drin bin, aber wie viele Leute sind nochmal, also sind so weit weg davon, so, fuck. Ja. Ich habe persönlich gar keine Mitarbeiter und ich habe auch gar nicht das Ziel und, aber es gibt ja Leute, die irgendwie, die sind jetzt irgendwie auch, haben auch gegründet, sind, ist ja scheißegal, so, ob du Angestellter bist, ob du Gründer bist, ob du es nicht bist und sehe ich irgendwie so den größten Hebel und den wichtigsten Faktor, diese Person, Johannes Kliesch, halt nicht der 28-jährige, geisteskrank erfolgreiche Unternehmer, irgendwie immer so zu und du so bist ein Lauch. Ja, du bist assi der Lachs und keine Ahnung, du juckst niemanden. Nein, sondern einfach dieses so, ey, fuck, das war auch mal ein Dude, Anfang 20, der irgendwie eine Idee hatte, der abgefuckt von seinem Job war, weil, ey, wenn man ehrlich ist, auch jeder, der jetzt hier irgendwie zuhört, die 2, 3 Leute so, da hat sicherlich jeder schon mal gedacht, so, ey, lass doch mal was Eigenes machen. Vielleicht seid ihr auch selbstständig, I don't fucking know, aber jeder hat irgendwie schon mal gedacht, ey, lass doch mal was Eigenes machen, lass doch mal selbstständig machen, wenn du mal abends was getrunken hast mit Freunden oder so, mit deinem besten Freund, mit deiner besten Freundin, mit deinem Cousin, mit deinem Bruder, mit wem auch immer, so, ey, lass doch mal was Eigenes machen, so. Und im Endeffekt, Johannes war auch so ein Kerl. Und
der hat das halt aber einfach gemacht. Und das ist der entscheidende Unterschied so. Und zwar nicht irgendwie ein Startup, ein Millioneninvest von irgendwelchen VCs oder, keine Ahnung, geisteskrankreiche Eltern, die ihm da halt mal einen Geldhahn aufgedreht haben oder so, sondern er hat selbst halt gearbeitet, hat irgendwie 2000 Euro gespart, hat es mit seinem Cousin gegründet, dem Felix, und der hat auch 2000 Euro gespart, so die haben 4000 Euro im Pott geworfen und haben dann halt einfach mal angefangen. Und daraus ist halt irgendwie was verdammt, verdammt Cooles und Beeindruckendes geworden. Und daran möchten wir die Leute einfach so teilhaben lassen. Ich bin halt davon überzeugt, dass so die meisten Leute, auch Gründer, irgendwie so eine ähnliche Story haben. Also das ja oft ist es ja so aus diesem, ey, wir haben einfach Bock, was zu machen. Und man sieht ja, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Die Leute, die halt jetzt mit Johannes in Berührung kommen, sehen halt den Kerl, der irgendwie super viel Social-Media-Follower hat, der ein großes Unternehmen hat, der irgendwie super erfolgreich ist, bla bla bla. Aber das hat ja nicht so angefangen. Der wurde ja nicht, also der hat ja nicht irgendwann geschnipst so. Du hast gerade bei jetzt mir gehangen. Jetzt bin ich erfolgreich. Ja. Ja, der hat nicht irgendwann geschnipst so und dann war er der 28-jährige Kerl, der er jetzt ist, sondern das ist ja ein Prozess, der sich über Jahre aufgebaut hat, wo er sich den Arsch aufgerissen hat und. Und das ist ja bei vielen anderen genauso. Und genau, das möchte ich irgendwie einfach den Leuten so mitgeben, möchte da diese Geschichten einfach erzählen. Wie gesagt, die Leute nahbar machen, gucken, wo schaffst du eben Gemeinsamkeiten, wo schaffst du vielleicht auch keine, weil im Endeffekt, also meiner Meinung nach, es geht im Leben immer nur um Gemeinsamkeiten. Punkt aus Ende. Ey, super, super wertvolle Aussage, witzigerweise. Aber ich muss sagen, eine schöne Sache hast du da drin erwähnt. Und ich weiß gar nicht, die Tage sind wir irgendwie, Farina und ich, auf dich zu sprechen gekommen. Na, und Farina meinte, dass sie unglaublich beeindruckt davon ist, wie nahbar du alle Personen hinbekommst und dargestellt bekommst und dass das unglaublich schwierig ist und eine absolute Kunst ist, danke, die dir da gelingt. Also wirklich ganz, ganz großes Kompliment. Danke, und das Fari. Kann ich nur unterstreichen. Gebe ich ihr weiter, da wird sie sich freuen. Weil ich glaube, die Gefahr ist wirklich das, was du gesagt hast, dass man ja, wenn der Erfolg irgendwann kommt, die Gefahr ist, irgendwie völlig über den Dingen schwebt, ne? Man sich vielleicht auch in falsche Werte irgendwie verliert oder in andere Werte verliert, gar nicht wertend. Aber dass du das unglaublich gut auf LinkedIn irgendwie transportiert bekommst. Was mich unglaublich interessieren würde, ist, weil das irgendwie bis heute auch noch ein Fragezeichen bei mir ist, wie seid ihr drauf gekommen, auf LinkedIn was unter seinem Namen zu machen? Weil es ist ja so unoffensichtlich, weil ich meine, Snox verkauft irgendwie Socken und Boxershorts und alle, was es so gibt. Da ist ja nicht so naheliegend, dass man direkt sagt, oh, wir sollten schon all in bei LinkedIn gehen. Na, wie seid ihr damals drauf gekommen? War es eine Suff-Idee oder steckt ein größerer Plan dahinter? Tatsächlich war so Anfang 2019, da haben wir beide, also Johannes und ich, Gary Vaynerchuk verfolgt. Sagt ihr was, gell? Gerade so. Ja, gerade so. Und das Gute an ihm ist, er sagt ja immer wieder dieselben Dinge, wiederholt sie einfach nur extrem oft und du musst halt einfach zuhören. Und damals, 2019, hat er eben gesagt, ey, LinkedIn ist der neue Shit, ist das neue Social Media Game, bla bla bla. Und dann, ich habe halt, also 2017 habe ich, Ende 2017, September 2017 habe ich bei Snox angefangen, damals so nebenbei, neben meinem Hauptjob. Und habe dann irgendwie so verschiedene Dinge da irgendwie gemacht und dann irgendwie am Anfang von Facebook-Ads, unsere Facebook-Seite und all so ein Käse. Und dann irgendwie auch so ein bisschen Wannabe-Kundensupport. Und dann habe ich da mit Johannes gesprochen, so, ey, soll ich vielleicht mehr im Kundensupport gehen, weil ich merke, die brauchen da so ein bisschen Hilfe. Und dann war es so, ey, nee, lass mal LinkedIn machen. Und dann hat er mir so ungefähr am irgendwann Anfang 2019, so ungefähr der 26. April, 14.53 Uhr, 2019, ganz grob nur. Es war aber wirklich der 26. April und ich glaube, es war auch wirklich ganz grob. 14.53 Uhr, ganz ungefähr. Hat er mir dann Loom geschickt, so ey, hier, lass mal das und das auf LinkedIn machen. Und Ziel war dann damals, also der Push kam, wie gesagt, von Gary Vee. Johannes hat gemeint, ey, lass machen. Ziel war es damals, einfach Snox hier, wir kommen ja aus Mannheim-Heidelberg, so hier in der Region bekannt zu machen. Dann, was war am Anfang meine Aufgabe? Erstmal alle möglichen Leute hier in der Region zu adden. Und damals ging das ja noch super easy, so mit dem Handy. Da konntest du ja über die App, konntest du richtig gut die Leute adden. Stimmt, da konnte man noch richtig Gas geben, ne? Ja. Geisteskrank. Ich schwöre dir, ich habe mein Handy-Display auseinandergenommen, gell? Geisteskrank. Hört einfach nur brrrr, wie ein wirklich Geisteskranker. Und erstmal hier alles Mannheim-Heidelberg. Dann, weil E-Commerce-Startup angefangen auf
Amazon zu verkaufen. Dann eben auch immer mehr mit Facebook-Ads und Google-Ads gemacht. Was habe ich dann gemacht? So, ey, alle Leute von Facebook, Google und Amazon irgendwie hinzugefügt. Da halt auch selbes Prinzip, Handy-Display wieder auseinandergenommen. Und alles irgendwie so mit der Intention, bei den richtigen Leuten für Snox irgendwie relevant, also irgendwie auf dem Schirm zu bleiben. Habt ihr da schon Content direkt gemacht oder war es erstmal nur Leute Johannes, hinzufügen? Ja, okay. Ja, Johannes hat damals noch gepostet. Das war aber auch mehr, also man kann sich's ja angucken so, wenn man halt einfach weit genug runterscrollt. Wirklich gut war das jetzt so nicht. Es war aber auch nicht komplett scheiße. Ja. Und er hat damals einfach noch selbst gepostet. Ich war dann dafür zuständig, auch irgendwie so Community Engagement, also Kommentare irgendwie zu beantworten, Nachrichten zu beantworten. Hab das dann immer an ihn weitergeleitet, wenn ich nicht weiter wusste. Und Vorteil, warum ich das machen konnte, war halt, weil wir uns schon super lange kennen. Ist ein sehr enger Freund von mir. So, wir sind seit, keine Ahnung, 13 Jahren irgendwie miteinander befreundet, haben zusammen Abi gemacht, sind zusammen zur Schule gegangen. Und dementsprechend war das halt... Letzte Reihe in der Schule oder wo habt ihr gesessen? Nee, waren nur in, also in den Kursen, in denen wir waren zusammen, war es tatsächlich die letzte Reihe. Ist eine Lebenseinstellung. Ist schön, dass du sie nochmal bestätigst. Also ich glaube, es hätte schon sehr gewundert, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich hätte immer vom Lehrerpult gesessen. Oder? Ey, das hätte mein Weltbild zerbrochen, Olli, ne? Da hätte ich wirklich, hätte ich nochmal an deiner Kompetenz gezweifelt, ey. Nee, Mann. Nee. Und, dahingehend war das halt sehr naheliegend, dass ich, oder war das halt easy peasy, dass ich ihn da irgendwie auch so vertreten kann, weil wir mehr oder weniger dieselbe Sprache sprechen, also auch von der Tonalität und allem. Er flucht ein bisschen weniger als ich, aber das ist ein anderes Thema. Und ansonsten, wie gesagt, er hat dann gepostet, hat so ein bisschen Document the Journey halt gemacht, wie Gary Vee das immer sagt, Document over Create. Und wie gesagt, mein Ziel war es dann halt, ey, wenn wir mal ein Problem haben bei Facebook, Google oder Amazon, bei den relevanten Leuten irgendwie bekannt zu sein. Und tatsächlich war es dann echt so, und das war der entscheidende Faktor, oder so der erste Punkt, wo ich dann so gerafft habe, Alter, dieses LinkedIn da, das ist gar nicht mal so verkehrt. Yeah. Und zwar Problem mit dem Facebook-Werbeanzeigen-Manager gehabt, Ende 2019, das war irgendwann im November. Johannes hat einen Post darüber gemacht und ich wollte ja, wenn wir ein Problem damit haben, dass sich dann eine Person von Facebook meldet. Also hat sich tatsächlich eine Person von Facebook gemeldet. Krass. Und ist dann so in Johannes DMs geslidet und kam dann so, ey, hi Johannes, ich habe gesehen, ihr habt ein Problem, hier ist meine Nummer, melde dich doch mal, liebe Grüße, Tino. Und es war halt nicht irgendein Tino, sondern es war Tino Kraus. So. Und das war halt zu dem damaligen Zeitpunkt der Facebook-Dachchef. Und mittlerweile ist es halt der Facebook-Zentral-Europa-Chef, der da einfach so random in Johannes DMs geslidet ist, seine Nummer gedroppt hat und gesagt hat, melde dich mal bei mir. Und dann dachte ich mir so, man muss da dazu sagen, also Snox Ende 2019 war ein ganz anderes Kaliber als jetzt. Ich glaube, das hatten 10, 12 Festangestellte. Also ein Zehntel von dem, was es halt jetzt ist. So, also krass, auch nicht mal so, dass man argumentiert. Ja, erstens das, aber halt nicht mehr, dass man so argumentieren kann, ja, ich war da schon voll groß. Ah, er ist ein gutes Argument. Weißt du? Ja, weil das war null so. Wir waren und eine kleine Butze, die einfach auf LinkedIn unterwegs war und trotzdem hat sich irgendwie der Dachchef gemeldet. Crazy. Ja. Dann ist ja wirklich diese Hypothese, die ihr hattet, sozusagen ein Stück weit aufgegangen, ne? Dass im Ernstfall man Leute erreicht, die man sonst... Und ich glaube, jeder, der mal mit Facebook Ads was gemacht hat und versucht hat, jemanden zu erreichen, einen Support, der irgendwie dir weiterhelfen kann, weiß, wie verdammt schwierig das ist. Ne? Also insofern war das ja eine coole Bestätigung, dass dieses LinkedIn doch was sein könnte. Ne? Ja. Ey, und da, also ich persönlich hatte nie mit dem lieben Tino Kraus irgendwie was zu tun, aber der hat wirklich schon Snox auch öfter mal aus der Patsche geholfen so und auch kurzfristig. So, also Johannes hat dann den Kontakt und also man kann das gar nicht jetzt monetär in irgendwie wiedergeben, aber es ist dann viel Geld, der den da irgendwie gespart hat, eben durch die kurzfristige schnelle Hilfe. Und nicht nur, da muss man auch einfach mal, wie gesagt, ich habe ihn noch nie persönlich kennengelernt oder getroffen, aber einfach mal Shoutout an die Person. Großer Tino an dieser Stelle. Ja. Wichtiger Ehrenmann ist, dass der sich auch, und auch bei ein, zwei anderen Startups weiß ich, dass er da kurzfristig geholfen hat. Also das ist nicht selbstverständlich und das ist sehr, sehr cool. Zeigt natürlich zum einen, was er für ein cooler Dude ist und dass er da ein Auge drauf hat, aber auch zum anderen halt eben die Power von LinkedIn. Und das ist schon echt crazy. War das so ein Moment, wo ihr vielleicht irgendwie auch gemeinsam oder Johannes gemerkt hat, hey, da könnte irgendwie ein bisschen mehr sein? Oder wann kam der Moment, wo er gesagt hat, ich würde dich mal an meinen Content ranlassen und habe da selber vielleicht keine Zeit und Lust mehr zu?
Also für mich war das so rückblickend der erste Moment, wo ich gerafft habe, dass es wirklich so was Ernstes ist. Also dass es halt nicht einfach nur irgendwie so ein, ja, ich mach mal ein bisschen Social Media ist. Aber tatsächlich, es hat, also mein Antrieb war immer so ein bisschen, ich möchte halt eine Daseinsberechtigung haben. Was ich damit meine, ist, ich möchte irgendwie Johannes Arbeit abnehmen, also mit dem, was ich mache. So, und dann habe ich aber gemerkt, dass ich halt, ich konnte ihm gar nicht so Arbeit abnehmen, weil ich musste, umso mehr er gepostet hat, desto mehr Fragen kamen und er musste ja die Post selbst schreiben. Und dann war das halt, also es war cool, aber ich habe ihm halt nicht so krass wirklich Arbeit erleichtert. Es war halt überschaubar. Und dann habe ich mich halt so selbst dran getastet, so, ey, okay, wie kriege ich es denn hin, dass ich auch selbst für den Content schreiben kann? Und dann habe ich da irgendwie am Anfang mir Input immer von anderen Teammitgliedern geholt, habe dann so Fragen gestellt, ey, was ging bei euch ab? Und habe dann versucht so einfach, was halt intern im Team gerade abgeht, an welchen Projekten die arbeiten. Und es hat am Anfang eher schlecht als recht funktioniert. Und dann irgendwie hat sich das halt einfach so entwickelt. Und dann irgendwie während Corona, also als Corona dann kam, so Anfang 2020, so im März, April, habe ich dann gemeint, weil ich dann auch ein bisschen mehr Zeit hatte, so, weil bei uns auf der Arbeit war auch ein bisschen ruhiger, hat dann 2 Wochen Urlaub, dann habe ich gemeint, so, ey, ich möchte irgendwie ein bisschen mehr Gas geben. Und dann haben wir das tatsächlich so nochmal versucht, irgendwie neuer Anlauf, und dann hat es irgendwie ganz gut funktioniert. Und seitdem ist es einfach so ein kontinuierlicher Prozess, wo ich auch dazu lerne. Und ich würde mal sagen, so seit März, April 2020 schreibe ich halt alle Beiträge für Johannes. Krass, krass. Und man muss ja auch sagen dazu, dass auch mit da ganz schönen Schlagzahlen, ne? Sechsmal die Also Woche. 6-mal die Woche, wann ist der einzige Ruhetag, den du hast? Sonntags oder Sonntag. wann? Respekt, ey, Respekt, weil das ist ja auch schon ganz schön nah, massiver Output. Ich merke das ja mit meinen 3 Posts pro Woche. Das reicht mir auch schon komplett gefühlt, ne? Aber 6 Tage die Woche ist natürlich eine Ansage. Und dann habt Ey, ihr man so ein muss aber bisschen, ganz kurz, ja. man muss aber auch dazu sagen, weil ich finde es wichtig, in dem Kontext zu sagen, es ist überhaupt nicht notwendig, 6-mal die Woche zu posten. Also da halt die Leute, die jetzt irgendwie Schnappatmung kriegen, Ja, und sag, also oh Gott, ich überhaupt muss so viel nicht. posten. Ja, Nein, nein, guter nein, nein, Punkt. nein. Also, ey, 2 bis 3-mal die Woche ist meiner Meinung nach auch vollkommen ausreichend. Bei Johannes ist eher das Problem, dass wir zu viel Dinge haben, worüber wir posten können. So, und ich glaube auch, dass es mittelfristig oder langfristig eher mal ein bisschen weniger und dafür nochmal qualitativ noch hochwertiger so in die Richtung gehen wird. Aber ja, das möchte ich einfach dazu sagen, weil das ist halt super wichtig, weil man nicht denken soll, das ist der Maßstab, weil das ist er nicht. Weil mit allen anderen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, sind es tatsächlich 2, 3 Mal die Woche. Meiner Meinung nach auch komplett ausreichend und umso cooler, weil ich glaube auch bei Snox ist ja wahnsinnig viel los, dass ihr, glaube ich, diese 6 Slots sozusagen ohne Probleme gefüllt bekommt. Und was ich beeindruckend finde, ich glaube, ich würde mal sagen, vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren bin ich, glaube ich, so das erste Mal ein bisschen mehr auf LinkedIn präsenter geworden und habe angefangen. Ich glaube, länger ist es gar nicht her. Ich würde mal sagen, 2 Jahre vielleicht. Und da kam aus allen Richtungen, na, ja, du musst das so machen wie Johannes Klich, na. Und ich dachte mir so, krass, also ich kannte ihn vorher halt nicht, ne, von keinen anderen sozusagen Plattformen irgendwie so richtig wahrgenommen. Ne. Man ging auf dieses Profil und sah so irgendwie, keine Ahnung, wie viele Follower das zu dem Zeitpunkt war, unglaublich gute Inhalte. Und ich dachte mir so, krass, der Typ hat verstanden, wie LinkedIn irgendwie funktioniert. Und ich würde auch sagen, die ersten Tage habe ich mich ziemlich viel daran an dem Profil sozusagen orientiert und versucht auch zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Ne. Und das Coole war, und jetzt können wir, glaube ich, auch relativ cool den Schwenk da zu deiner Selbstständigkeit ein Stück weit machen, weil dieser Case von Johannes ist ja auch irgendwann die Geburtsstunde für deine Selbstständigkeit geworden, richtig? Weil es müssen ja dann irgendwie Leute aufmerksam geworden sein auf dich und wahrscheinlich auch gesagt haben, hey Olli, ich will das haben, was du da mit Johannes machst. Oder wie ist das losgegangen? Ja und nein. Tatsächlich, also vielleicht irgendwie noch ein, zwei Sätze zu mir. Du kennst es ja schon, aber dass mich die Leute da auch ein Gerne. bisschen mehr greifen können. Habe eigentlich was ganz anderes gemacht vorher. Also auch so hauptberuflich. Ich habe ja irgendwie Logistik studiert, habe dann auch in der Logistik gearbeitet, hatte super viel Glück, dass ich nach meinem Studium 2017 direkt in der Logistik angefangen habe, eben als als Lagerleiter damals. Und es war halt irgendwie crazy, weil ich da so 23 und sah wirklich, also ich sah wirklich aus wie 12, also geisteskrank. Ja, dass ich da dann hingekommen bin und dann hatte ich da so irgendwie 25 Leute unter mir und dann war es halt so, okay, what the 25 fuck? Leute, das sind ja Ja, es waren so. richtig krass. Ja, es waren halt mehr Kerzen, als ich auf der Geburtstagstorte hatte, so zu dem Zeitpunkt. Krass. Und Ein Respekt. Ja. das war, also ich bin ja so direkt nach dem Studium, so ich wusste ja ungefähr,
so, du hast über das Thema Führung gehört, aber es war so wie vor deinem ersten Tequila-Shot, so, du hast irgendwie davon gehört, aber du musst es ja mal selbst ausprobieren, um zu wissen, wie es wirklich ist, so. Ja. Und dann hat sich das irgendwie, keine Ahnung, also ich habe da coole Einblicke bekommen, habe da super viel gelernt, war auch richtig hart, so, die ersten 8-9 Monate, muss ich auch dazu sagen. Weil Thema Führung halt natürlich auch nicht einfach ist, vor allem wenn du so ein junger Kerl bist und halt keinen Plan hast. Hab aber von meinem damaligen Chef also viel lernen können, den Rücken gestärkt bekommen, auch gegenüber der Mannschaft. Und also ich hatte nie das Problem, dass ich irgendwie nicht, dass ich das Gefühl hatte, ich werde nicht ernst genommen, tatsächlich. Mhm. Hab dann ein paar Monate, nachdem ich in der Logistik angefangen habe, das Angebot bekommen zum ersten Vollzeitmitarbeiter bei Synox. Und ich habe es damals abgelehnt. Ach, krass. Weil damals, ey, noch gar keinen Plan von dieser Startup-Bubble gehabt und dann so gedacht, ey. Erstmal was Richtiges. Ja, also so. Die haben halt auch aus dem Café gearbeitet. Ich war da noch gar nicht so vertraut. Und hat halt, also hätte ich so einen Dulli-Job gehabt, hauptberuflich, so, dann hätte ich gesagt, ey, fuck it, so, mach das. Ja. Aber es war ja so, dass ich irgendwie mir dachte, ey, du bist jetzt schon Führungskraft und das ist schon ein krasses Privileg, dass du so früh diese Erfahrung sammeln darfst. Und das wollte ich, und man muss halt auch dazu sagen, so mein Chef damals hat ja irgendwie gegenüber seinem Chef, also unserem Geschäftsführer, so irgendwie auch die Hand für mich ins Feuer gelegt. Der hat da richtig kämpfen müssen wahrscheinlich, ne? Dass da so ein junger Typ. Also wenn du da, so einen jungen Kerl da irgendwie holst, wie gesagt, der gar keinen Plan hat für so eine Position. Und dann dachte ich mir auch so, ey, das kannst du jetzt auch noch nicht bringen. Dann so nach 3 Monaten sagen, Allah, Alhamdulillah, gell, war schön, so. Und das waren so ein paar Faktoren, die mich dann dazu gebracht haben, so, ey, nee, ich möchte irgendwie beides gleichzeitig kennenlernen, weil ich ja den Vorteil hatte, ich konnte ja Snox irgendwie trotzdem noch nebenbei machen, aber halt einfach nicht Vollzeit. Das wollte ich halt nicht, hab dann in meinem Hauptjob auch Ende 2018, Anfang 2019 die Beförderung bekommen zum Standortleiter, weil sich mein Chef, der hat dann gesagt, tschüss. Und dann habe ich irgendwie die Möglichkeit bekommen, seine Stelle zu nehmen, war dann Standortleiter und keine Ahnung, dann war es halt so, ey, mit 25 da dann, so sich Standortleiter schimpfen zu können, 30 Leute zu haben, ich hatte einen Firmenwagen, habe gutes Geld verdient, so habe 7 Minuten zur Arbeit gebraucht, hat super viele Freiheiten so, mein Geschäftsführer war alle 2-3 Wochen einmal da und der Laden ist halt gelaufen so. Also ich habe jetzt ohne zu sagen, ich bin so geil, so. Aber ey, ich habe den Laden so mit meinem Team gemeinsam, haben wir das schon gut geschmissen. So. Ja. Ja, auch so, wir haben Produktivität gemessen und alles und es war echt, Fehlerquote war sehr, sehr gering und es lief halt gut, aber ich habe dann auch gemerkt, so, es ist halt nicht, also wäre ich jetzt am Ende meiner Karriere gewesen, ey, wäre es der perfekte Job gewesen. Ja. So, aber ich habe dann halt immer gemerkt, so die Lernkurve war am Anfang extrem steil und ist dann irgendwann relativ stark abgeflacht und dachte mir so, ja, ey, ich stehe jetzt gerade am Anfang und ich möchte jetzt irgendwie noch mehr mitnehmen. Und dann war es halt auch so, jeder, der jetzt irgendwie schon mal Führungserfahrung hatte, so, ey, Menschen sind cool und Menschen können aber auch scheiße sein. So. Und da muss man halt einfach sagen, ich hatte halt keinen Bock, mich mit dem, also so rückblickend merke ich halt, fuck, wie sehr ich diese Dinge einfach mit ins Private genommen habe. Wie sehr ich da irgendwie abends, wenn ich mit Freunden essen war, habe ich so oft darüber gesprochen, so was irgendwie gerade bei der Arbeit abging, was mich jetzt wieder beschäftigt hat, wenn die Leute halt komplett durchgedreht sind und so. Und da waren schon crazy Geschichten dabei, so. Ja. Also einer, wenn du als 25-Jähriger bei der Polizei sitzt und eine Zeugenaussage machen musst, weil sich 2 deiner 50-jährigen Verheirateten mit Kindern Mitarbeiter am Tag davor auf dem Parkplatz geschlagen haben. Niemals. Und der eine den anderen angezeigt hat. Ey, dann fängst du schon an, ein paar Dinge zu hinterfragen. Also ja, das war kann, dann so. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich saß dann so wirklich da, dachte mir so, was machst du hier? So. Also es könnten beide meine Väter sein, so. Naja, und das war dann halt so Dinge so, ey, Führung hört sich irgendwie immer erstmal cool an und du kriegst immer so eingetrichtert, so ey, so geil. Und ey, natürlich war das geil, so auf dem Papier, Standortleiter und bla, aber es hat mich halt nicht happy gemacht. Dann habe ich irgendwie so mal was Neues gesucht,
habe dann auch die Möglichkeit gehabt, in einem anderen Startup anzufangen, als zweiter Vollzeitmitarbeiter zu einem Zeitpunkt. Und dann dachte ich mir so, ey, diesmal glaube ich irgendwie daran. Und wie oft willst du die Chance noch haben, so früh in einem Startup irgendwie entscheidend mitwirken zu können? Ja. Habe dann die Chance wahrgenommen, habe meinen Hauptjob in der Logistik gekündigt, bin in ein Startup gegangen, habe da auch auf einen Haufen Kohle verzichtet, so, weil ich mir dachte, ey, scheiß auf das Geld. So, du machst das, um glücklich zu sein. Und dann 5 Wochen, nachdem ich da angefangen habe, war ich auf einem Geburtstag von einem Kumpel und dann haben wir halt so drüber gesprochen. Irgendwann, als es ein bisschen später wurde, waren irgendwie nur noch zu dritt da und ja, über meine Arbeit gesprochen. Ich hätte gemeint so, ey, also ich habe den Job gewechselt und habe auf einen Haufen Kohle verzichtet, um glücklich zu sein. So, und im Endeffekt, ich arbeite mehr als vorher, ich verdiene weniger als vorher und ich bin unglücklicher als vorher. Krass. Was ist das für ein fucking Deal gewesen? So? Also das war so, also da musst du, glaube ich, kein Raketenwissenschaftler sein, um so zu denken, so, nee, nicht ganz so gut. Und ja. Das war dann so der entscheidende Punkt, wo dann auch meine Kumpels gemeint haben, so, Junge, mach den Bums doch einfach selbst. Und dann, keine Ahnung, dadurch, dass ich ja Hauptjob und Snox irgendwie parallel die ganze Zeit gemacht habe, habe ich ja beide Welten kennengelernt. Sprich, ich habe auch bei Snox diese Startup-Welt kennengelernt. Ich habe viele Leute kennengelernt. So damals gab es schon den Snox Coffee Treff, wo wir uns dann bei Johannes im Snox Büro getroffen haben. Bin natürlich dann mit anderen Unternehmern irgendwie in Verbindung gekommen, die dann auch da waren. Und dann habe ich halt hat man sich irgendwie schon gekannt, hat irgendwie schon ein Netzwerk gehabt. Dann habe ich mit ein, zwei Leuten nachgefragt, so, ey, yo, warum seid ihr nicht auf LinkedIn aktiv, so, die ich halt gekannt habe. Und dann so, ja, ey, keine Zeit, plan. Ich so, ja, mashallah, ich plane oder ich überlege mich da selbstständig zu machen, lass doch mal labern. Yeah. Und dann waren es so die ersten drei Leute irgendwie, die zugesagt haben. Und aus drei wurden dann fünf. Und ja, dann hatte ich schon meinen geilen Start in die Selbstständigkeit. Und das dann halt noch ein großer Hebel war. Also 16.11.2020 habe ich gestartet. Ja. Und Ende November 2020 war Johannes im OMR-Podcast. Ja, krass. Und da hat er dann auch bei Minute 57 so gedroppt, dass ich ungefähr bei Minute 57 gedroppt, dass ich da eben bei seinem LinkedIn unterstütze. War das OMR eigentlich klar vor dem Podcast? Es ging wahrscheinlich eher um Snox sozusagen, ne? Ja, es ging um Snox. Also, okay. Ja, das war gar nicht so Thema, aber es war am Ende dann doch ein bisschen Thema. Und dann war es so, dass er da meinen Namen gedroppt hat. Auch nicht mal meinen ganzen Namen. Also ich glaube, der hat einfach nur Olli gesagt. Also er hat auf gar keinen Fall Oliver Kohl gesagt. Ja. Und er hat dann gemeint, dass ich damit plane, mich selbstständig zu machen. Und dann, ey, das war halt nochmal, also es lief, hätte ich dir vorher schon Bombe gelaufen. Ja. Und das war halt nochmal Raketenstart so. Und dann erstmal seitdem kriege ich wöchentlich mindestens mal eine Nachricht von Leuten, die irgendwie Interesse haben. Und am Anfang war das dann auch so, weil ich ja, also dann habe ich halt super viele Nachrichten bekommen von Leuten und dachte mir so, ey, fuck, so, du musst eigentlich jemanden einstellen und bla. Und dann dachte ich so, ja, aber das, was ich mache und vor allem, wie ich es mache, so, das kann ich nicht einfach outsourcen und will ich auch gar nicht outsourcen, so. Weil ich glaube, dann geht so ein bisschen die, nenn es Magie oder nenn es einfach die persönliche Komponente, geht dann so ein bisschen flöten. Und am Anfang hat mich das ein bisschen getriggert, weil ich so Thema Opportunitätskosten, also was ich da theoretisch in Geld liegen lassen habe, ist schon nicht wenig. Aber dann irgendwann habe ich so gemerkt, so, ey, es funktioniert halt nicht so und ist auch überhaupt nicht schlimm, weil das ist gar nicht mein Ziel. Also so dadurch, dass ich ja mit Gründern zusammenarbeite, bei denen es jetzt irgendwie immer höher, schneller weitergeht und ich habe halt das große Glück und den großen Luxus, so dass ich seit zwei Jahren mit denselben Leuten zusammenarbeite, was ich sehr, sehr geil finde. Unglaublich wertvoll, ja. Habe ich da ja eine Entwicklung gesehen. Und so, auch wenn die mehr Umsatz machen als ich und wenn die mehr Leute haben als ich, so sind die nicht zwangs-, also nicht um Gottes Willen, so, dass sie jetzt unglücklich sind, das will ich damit gar nicht. Ja. Aber so weiß es halt nicht so, dass sie so glücklich auf einem anderen Level sind, so wie man es ja zuerst meinen könnte, weil so viel mehr Umsatz, bla, 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 und bla, bla, bla. Also denen geht's auch gut. So, ich will nicht sagen, dass denen scheiße geht. Denen geht's auch super. Aber ich denke mir so, ja, wozu? Also wozu diesen Stress? Weil das Thema Führung hatte ich ja schon und ich bin da negativ vorbelastet, muss man auch sagen, durch die Zeit in der Logistik. Also jemand, der die Erfahrung nicht gemacht hätte, der wird da sicherlich ein bisschen anders drüber sprechen.
Aber ja. Ich fand das tatsächlich, um da einzuhaken, weil ich unglaublich... Ja, gerne, unterbrech mich mal. Ich habe jetzt ewig lange gelabert, sorry. Ja, jetzt reicht's auch langsam. Ja. Ich fand das tatsächlich unglaublich erfrischend, weil ich erinnere mich auch in den Zeiten sozusagen, keine Ahnung, wahrscheinlich vor einem Jahr oder so, glaube ich, hattest du auch immer wieder diesen Drang so, wie wachse ich jetzt weiter? Weil ich glaube, das, was man ja immer hinbekommt, ist, dass diese Lernkurve irgendwann abflacht und man so ein bisschen, glaube ich, auch nicht nur monetär überlegt, sondern wie kann man einfach weiter wachsen, ne? Und ich glaube, du auch das beobachtet hast in dir so, dieser Drang, was kann ich irgendwie machen? Muss ich jemanden einstellen? Muss ich irgendwie weiter irgendwie voranpushen? Aber irgendwann, glaube ich, auch relativ schnell zu der Realisierung gekommen bist, so, warum eigentlich, ne? Also warum dem Ganzen irgendwie weiter hinterherhecheln, was total schön war, weil ich glaube, viele Leute, und das merke ich auch in dem Umfeld und tatsächlich auch bei einigen, die ich interviewe, so, die alles maximieren auf Wachstum und auf Umsatz und auf Profit, aber überspitzt ein bisschen das Leben vergessen entlang des Weges. Ne? Und das war tatsächlich etwas, was ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, auch für mein eigenes Leben, dass ich bereit bin, sehr viel Geld, glaube ich, auch liegen zu lassen dafür, dass ich meinen Alltag und mein Leben halt noch entlang des Weges lebe. Ne? Und da ist auch keine Gewichtung da drin, was besser oder schlechter ist. Ne? Ich habe mir nur selbst gesagt, dass ich halt nicht mit 35 oder mit 40 auf, keine Ahnung, ein paar Millionen sitzen will, aber irgendwie aussehe wie eine Boje, ne? Und irgendwie 24/7 gearbeitet habe und irgendwie super Jahre zwischen 30 und 40 völlig verpasst habe, nur am Ende viel Kohle zu haben. Ne? Ja. Und ich fand das deshalb auch so extrem schön, dass du irgendwann gesagt hast, hey, ich konzentriere mich eher darauf auf eine Handvoll richtig coole Kunden, ne? Mach für die einen richtig guten Job. Und ich glaube auch so ein bisschen hast gesagt, ich atme erstmal tief durch und gestalte mir so ein bisschen mein Leben, wie ich Bock habe. Ne? Und dann hast du ja auch wirklich, denk mal an den Olli, der gefühlt keinen Urlaub machen konnte, ne? Weil er diese Posts im Nacken hatte. Und da hat sich ja einiges seitdem getan. Und das fände ich schön, wenn du ein bisschen darüber erzählst, wie du, glaube ich, auch so irgendwann angefangen hast, dir dein Leben zu gestalten, abseits von mehr Umsatz, sondern wie kann ich irgendwie mir ein Leben aufbauen, woran ich jeden Tag Freude habe und auch wieder Zeit im Alltag zu haben. Das fände ich spannend, weil das für mich eine viel größere Inspiration eigentlich mittlerweile ist, als ich habe jetzt hier den nächsten Meilenstein an Umsatz irgendwie geknackt. Ne? Ja. Also was man dazu sagen muss, sind so mehrere Punkte. Zum einen, ey, Geld ist mir wichtig. Punkt. So. Und ey, das ist 100%. Dafür schäme ich mich nicht oder sonst irgendwas so. Ich erfreue mich halt an irgendwelchen teuren Sachen so. Jeder hat da irgendwie sein Fable, vor allem Thema Autos. So, ich liebe halt Autos. Und die Autos, die ich halt geil finde, sind halt teuer. Also brauche ich viel Geld, dass mir den Scheiß leisten kann. Absolut. Punkt aus Ende. Da gibt's gar nichts. Da gibt's halt nichts. Ist halt einfach so. Punkt. So, deswegen, natürlich habe ich Bock drauf, Geld zu verdienen. Keine Frage. Und ich bin mittlerweile auch in einer, das kann ich ja so offen sagen, so, ich bin in einer sehr privilegierten Position, so, in der ich gutes Geld verdiene. Toi, 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 ich hoffe, dass es so weiterläuft, so. Also das ist immer ein bisschen der Struggle als Selbstständiger. Du denkst in einem Moment, so, die gehört die Welt und im nächsten Moment denkst du dir, fuck, du bist nur alles vorbei. Nur arbeitslos. Ja. So, ja. Das ist immer so ein bisschen der Struggle. Aber, also ich bin da jetzt auch niemand, muss man halt sagen, der jetzt irgendwie so mit einem Durchschnittsgehalt oder so lebt. Ich glaube, das ist auch irgendwie nochmal wichtig dazu zu sagen, um da irgendwie das Ganze so in den richtigen Winkel zu rücken. Aber grundsätzlich stelle ich mir erstmal die Frage immer, wozu? So, und wenn die Antwort auf das Wozu einfach nur mehr Geld ist, dann ist das kein gutes Wozu so für mich. Weil, wie gesagt, ich bin bereits in einer Position, in der es mir sehr gut geht. Und gib mir jetzt 10 Millionen Euro und sag, du musst sie innerhalb der nächsten 24 Stunden verprassen. Die werden weg. Also keine, ey, die werden weg. Ich wüsste sofort, wohin damit. Keine Frage. Ja. Aber so wirklich, und die werden geil weg, so. Porsche Carrera GT, so für 1,2 Millionen weg, sofort. Das Ding würde ich mir ziehen, keine Frage, so. Ja. Und ich würde aus dem Grinsen nicht mehr rauskommen, so. Aber ich will nicht das alles opfern. Also ich sehe auch an anderen Leuten, was es braucht, um da hinzukommen. Und darauf habe ich keinen Bock. So, wenn du dann halt Kompromisse machen musst im Sinne von, du kannst weniger Sport machen, Sport ist mir sehr wichtig. So, du kannst weniger mit deiner Familie machen, mit deinen Freunden machen, ey, dann ist es langfristig keine Option für mich. Ja. Klar, am Anfang in der Selbstständigkeit, also ich hab, das war, ey, da habe ich schon nochmal deutlich mehr gearbeitet als jetzt, aber so ist das halt, du musst halt am Anfang auch, also du kannst nicht erwarten,
trotz dass ich diesen Raketenstart hatte und so, ich musste ja trotzdem arbeiten. So. Du kannst halt nicht, es kann halt nicht die Erwartungshaltung sein, dass du hier mit 35 Stunden rumpimmelst am Anfang der Selbstständigkeit und dann jetzt auf das Niveau kommst, auf das ich bin. So. Sicherlich wird es da ein, zwei Ausnahmen geben, ja, aber es kann halt nicht deine Erwartungshaltung sein. Also du musst schon gewillt sein und würde sagen, das mache ich auch nach wie vor noch, du musst halt auch ballern. Ja. Und dann diese Leute, die dann immer so Work-Life bringen, ja, halt mal die Fresse, so du kannst dir, also mach mal ein halbes Jahr oder je nachdem, wie lange es halt braucht, baller halt einfach mal durch. Und man muss auch dazu sagen, dieser Raketenstart in die Selbstständigkeit hat nur funktioniert, weil ich 3 Jahre lang vorher neben meinem stressigen Hauptjob in der Logistik als Führungskraft, als Standortleiter mit 25 trotzdem noch nebenbei bei Smox gearbeitet habe. Ja, so. Und das sind ja schon viele waren, Leute nicht bereit, ne? Da bist du ja locker bei 60, 70, 80 Stunden pro Woche, ne? Ja. Und dann war es halt so, ey, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was es mir bringt, aber ich dachte mir so, so das Schlimmste, was passieren kann, ist, du lernst was und langfristig wird es mir irgendwas bringen. Ja. So, deswegen war ich bereit dazu, weil ich mir dachte, ich denke langfristig, da halt auch Gary Vee geprägt, so immer Long-Term Thinking, bla bla bla. Micro-Speed, Long-Term Thinking, ja. Ist halt aber wirklich so. Und deswegen so, also du musst auch im Leben ballern, aber so, und ich bin jetzt, aktuell ist es auch immer noch viel, keine Frage, aber das liegt auch zum Großteil daran, dass ich ein unorganisiertes Stück Scheiße bin und dass ich prokrastiniere wie der letzte. Ich möchte das Wort jetzt nicht sagen, so. Aber ja, und hab dann aber einfach auch für mich eben mit dieser Klarheit, dass ich eben nicht skalieren möchte, dass das in Ordnung für mich ist, so mich damit, ich nenne es mal abgefunden oder wurde damit so ein bisschen ruhiger, war das dann auch für mich vollkommen in Ordnung und hab dann halt auch geguckt, so, also ey, man muss dazu sagen, ich lebe jetzt kein perfektes Leben und ich krieg's trotzdem noch gerne öfter irgendwie bei meinen Nichten, bei meiner Familie so und krieg's irgendwie nicht so 100% hin, aber ey, lass uns so Kleinigkeiten sein, wie ich habe vor 13 Uhr, 14 Uhr keine Termine in der Regel. Ganz, 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 ganz selten mal. Ja. Warum? Weil ich vorher ins Training gehen will. Ja. Weil ich vorher meinen Sport machen will. Und da habe ich halt Bock drauf. So, dann kann ich halt mir vieles frei irgendwie einteilen. Keine Ahnung, ich habe dieses Jahr im August tatsächlich auch einfach mal 2 Wochen Urlaub gemacht. So. Ja. Also ich habe die ersten 15 Monate gar keinen Urlaub gemacht. Das war ein bisschen kacke. Aber das ist halt auch das, was ich sage. Und ich hätte es sicherlich machen können, aber ich dachte mir so, ja, nee, ist gerade irgendwie scheiße so. Aber ich dachte mir halt, ey, das ist halt gerade notwendig. Und jetzt würde ich das aber nicht nochmal, also jetzt würde ich nicht nochmal 15 Monate ohne Urlaub machen. Auf gar keinen Fall. Ja. Ey, das so, ist auch irgendwann ungesund, ne? Bin ich vollkommen bei dir. Ja, voll. Ja. Aber da möchte ich halt sagen, so, es ist am Anfang halt notwendig, die Fresse zu halten, den Arsch hochzukriegen und einfach mal zu machen. Punkt aus Ende. Und dann ist es so, du kannst dich ja Stück für Stück optimieren, dass du sagst, ey, weil mein persönliches Ziel ist es, so das Doppelte zu verdienen und die Hälfte zu arbeiten. Das ist mein Ziel. Zeit ist eine unglaublich wichtige Dimension dabei. Ja. Ja, weil im Endeffekt, egal, meine Arbeit macht mir Spaß und alles, aber was mir noch mehr Spaß macht, ist Zeit mit, auch nur in meinem Auto zu sitzen, Auto zu fahren, so. Fuck. Ja. Ich kann mich mit dem Stuhl von meinem Auto setzen, ich wäre glücklich. So, weißt du, das ist so, hey, das ist voll schön machen. Zu hören, weil ich glaube, viele Leute gar nicht so ein Hobby haben, wo sie für so brennen und so glücklich damit sind, ne? Und das ist unglaublich schön zu hören, dass jeden Tag, wenn ich nur die 4-5 Kilometer ins Training fahre, das ist schon für mich ein Highlight, wenn ich aus dem Haus gehe. Geil. Habe ich Bock drauf. Und das ist irgendwie so mein Ding, deswegen ja, man sollte sich einfach, was du vorhin noch gesagt hast, das fand ich ganz wichtig, da möchte ich noch drauf eingehen, so ey, ich möchte das gar nicht werten. So, das ist für mich persönlich cool. Ja. Und ich sag das auch immer so ein bisschen als, die Leute sollen einfach mal drüber nachdenken, warum sie das machen. Weil gerade so, wenn, weißt du, so die, ich meine, du kennst die Anfang 20-jährigen Agency-Gründer, die so sich selbst ein bisschen zu wichtig nehmen und das Wort Rolex und Skalieren ein bisschen zu oft in den Mund nehmen, wenn sie ihr, keine Ahnung, Longchamp-Hemd oder Dior-Hemd oder so ein bisschen zu fest zugeknöpft haben. Ja. So, die sollen, also man soll sich einfach hinterfragen, was ist denn für mich persönlich der richtige Weg? So, das möchte den Leuten einfach mitgeben. Und wenn du sagst, ey, du hast da Bock drauf, so das zu machen, ey, dann ist vollkommen fein. So, aber für mich persönlich ist es nichts. Und ich glaube auch, dass es für viele andere oder für ein paar andere, die das machen, eigentlich auch nichts ist. Aber sie denken, oh, ich muss das machen. So, und das ist so, ey, das ist witzig, das weil das eine meiner größten Sorgen war, als ich in diese Online-Welt angefangen habe, dass ich so werden muss, damit ich Geld verdienen kann. Na,
Also es war wirklich meine größte Sorge, wo ich nachts gefühlt nicht schlafen konnte und ich dachte so, oh Mann, muss ich mir jetzt auch irgendwie so ein Louis Vuitton-Hemd holen und den Leuten erzählen, wie sie irgendwie schnell reich werden. Nur dann kann das funktionieren, ne? Und das, was du gesagt hast, und ich glaube, das ist auch das unglaubliche Schöne, und da würde ich tatsächlich nochmal gern einen Bogen zu hinmachen, weil ich glaube, du oder wir beide, glaube ich, ein relativ ähnliches Wertegerüst oder Wertesystem irgendwie haben, ne? Und das wäre eigentlich spannend, weil vielleicht kannst du jemanden noch mal ein bisschen abholen, der vielleicht auch so bei Null oder so bei LinkedIn irgendwie steht, wie du an sowas herangehst, ne? Weil du hast so ein bisschen erwähnt, dieses Thema Nahbarkeit, du hast ein bisschen erwähnt, dieses Thema Dokumentieren. Aber gleichzeitig würde mich wahnsinnig mal interessieren, wenn, was weiß ich, ein neuer Kunde jetzt oder eine neue Kundin bei dir startet, wie du an sowas rangehst. Also wirklich, was so die Fragestellungen auch in deinem Kopf sind, um jemanden wirklich so ein Stück weit nahbar darzustellen. Weil ich glaube, da... Ja. Das fällt dir sehr leicht, ne? Aber ich glaube, für viele ist es immens wertvoll, wenn du da ein paar Sätze zu verlieren kannst. Ja, also die Frage, die ich mir als allererstes stelle, ist die Person Fisch? Und das meine ich genauso, wie ich sage. Elaboriere, also, ja. Also ich arbeite mit jemandem zusammen, der ein Volltrottel ist. So, ich habe da keinen, erstens, weil glücklicherweise brauche ich es nicht. Ey, man muss halt, guck mal, das hört sich jetzt so dumm an. Das ist auch sehr flapsig gesagt. Aber guck mal, da ist ja schon was, also ich denke mir schon was dabei. Ja. Weil meine Aufgabe ist es nicht, aus irgendeinem Vollhonk so irgendwie einen Superstar zu machen. Du machst aus keinem Esel kein Rennpferd. Ja. Nee, das ist es nicht. Sondern du musst halt schon einfach mal auch mit dir selbst so ins Gericht gehen und denken so, habe ich irgendwas Sinnvolles beizutragen? So, bin ich... ein der 34.000ste, der auf LinkedIn über Skalieren, Rolex und Facebook-Ads spricht so und sich selbst super wichtig nimmt, oder habe ich mal einen neuen Blickwinkel? So, das muss ich mich halt auch, also da muss ich auch mal ehrlich zu mir selbst sein, so. Habe ich irgendwie vielleicht auch was Neues? Oder habe ich ja auch wirklich was Cooles zu erzählen? Und also viele Leute haben was Cooles zu erzählen, nicht falsch verstehen, aber wie gesagt, so, das ist mir halt einfach das Wichtigste. Ich will mit coolen Leuten zusammenarbeiten. Eine Person, mit der ich noch zusammenarbeite, die erwähne ich sehr gerne, ist die Chantal Alberstadt. Das ist mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin von mir geworden. Und keine Ahnung, die hatte sich dann, weil sie dieses Jahr super viel unterwegs war und dann tatsächlich auch auf Events ein paar Mal darauf angesprochen wurde, ich kenne dich von LinkedIn, dann hatte sie sich so bei mir bedankt dafür, was super schön war, so ey, dass wir das so geil hingekriegt haben, dass sie jetzt super oft erkannt wird, irgendwie auf Messen offline halt einfach angesprochen wird und wie geil ihr LinkedIn-Auftritt ist und bla bla bla. Und ich habe so gemeint, ey, also erstmal, ich freue mich, ich nehme es an, dass du dich bedankst, aber so, ey, du bist halt eine coole Person. Also, ja. Das würde halt nicht funktionieren, wenn du nicht so cool wärst. So, und wenn wir nicht über die Dinge halt einfach, also wir, ich schreibe ja nicht mit ihr über Dinge und ziehe nicht irgendwelche Dinge aus der Nase, die nie stattgefunden haben, sondern ich spreche mit ihr, schreibe mit ihr über Dinge, die sie halt einfach so, die Gedanken, die sie in ihrem Kopf hat. So, und meine Aufgabe ist es dann eher, dass für diese Plattform in richtigen Format irgendwie kurz und knackig oder cool irgendwie rüberzubringen. So, und deswegen, das klingt jetzt vielleicht so unpopular Opinion, aber sei halt einfach kein Fisch erstmal. Das ist der allererste Step. Und ja, da muss man sich... Aber das ist so witzig, dass du das sagst, weil das, glaube ich, völlig unterschätzt wird und nicht erwähnt wird. Ich glaube, das Extrembeispiel, und zu meinen jungen, wilden Zeiten habe ich sehr detailliert Tai Lopez verfolgt. Ich weiß nicht, ob du über den Kollegen noch gestolpert bist. Der Name sagt mir das, ja. Aber der meinte halt auch, hab einfach ein geiles Leben und du hast wahnsinnig viel Erfolg in Social Media. Bist du wirklich langweilig as fuck, ne, dann wirst du auch keine Follower in Social Media bekommen. Und ich dachte mir so, es trifft es so auf den Punkt, weil er meinte, er hatte schon immer Lamborghinis in seiner Garage stehen. Er hat sich schon immer große Häuser gemietet und für ihn war es völlig normal. Und für ihn war auch klar, dass das in Social Media knallen wird, weil es einfach nur ein gigantischer Katalysator ist für das, wie dein Leben im Alltag ist, ne? Aber wenn du halt in der einen Zimmerbutze lebst und es hat, glaube ich, auch nicht mal was mit Materiellen zu tun, aber du keine spannenden Erkenntnisse oder Winkel hast, die niemanden interessieren, dann ist halt auch schwierig. Was spannend wäre, Olli, wenn du da ein bisschen mehr erzählen kannst, was Leute machen können, wirklich so, wie kann man sich ein bisschen greifbarer sozusagen darstellen? Ja. Weil ich habe auch gemerkt sozusagen, dass man so ein bisschen reinwächst, ne? Weil wenn man merkt, keine Ahnung, wenn man mal einen Marathon läuft oder so, ist am Ende ein cooler Post, ne? Und gleichzeitig ist so eine Win-Win-Situation. Ja. Weil wenn man Marathon läuft, ist halt auch gut für dich persönlich, ne? Und gleichzeitig ist es aber auch ein cooler Post, dass es so ein bisschen so wie Growth Hacking eigentlich ist, ne? Was würdest du tun, wenn du so,
Ich will nicht sagen, wenn du noch Fisch bist und zum Prachtlachs werden willst. Guter alte Prachtlachs. Nee, da möchte ich noch mal ganz kurz aufgreifen. Und zwar, das, ich sag auch mal zu meinen Leuten so, ey, mach geile Sachen, dann können wir geilen Content machen. Also Beispiel, Johannes Snox Summer Trip. Geil. Fakt, das war einer der besten Posts. Irgendwie innerhalb von 24 Stunden haben wir damit über 300.000 Ansichten bekommen. Ja. Als wir einfach gepostet haben, dass wir gerade unterwegs sind mit dem Team, Snox ist einfach mal so quasi zu feiern, einfach mal eine geile Zeit zu haben. Und das ist ja genau der Punkt so. Ey, also mach geile Sachen, so übertrieben gesagt, lad halt dein Team nach Malle ein, 70 Leute, miet da irgendwie eine Hotelanlage, hab einfach eine geile Zeit, dann hast du auch geilen Content, über den du auf Social Media posten kannst. Das ist, also ist ja genau das, was du auch gerade gesagt hast. Und das möchte ich halt einfach nur nochmal bestätigen. So. Und da halt, genau wie du sagst, so ey, also um sich selbst erstmal nahbar zu machen, da vielleicht jetzt endlich mal auf die Frage einzugehen, so. Ey, schreib dir erstmal auf, was sind deine Hobbys? Irgendwie, also was macht dich als Menschen aus so? Was sind, keine Ahnung, hast du zu irgendwelchen Themen besondere Meinungen? Was sind deine Hobbys? Geh mal in dich, so was war denn die letzten Jahre los? Guck dir deine Fotoroll an, so, also dein Camera Roll. Wo warst du denn? Fällt dir vielleicht zu irgendeinem Bild, zu irgendeinem, hast du irgendwo bei einem besonderen Event oder war irgendein besonderes Ereignis? Hast du dazu ein Bild gemacht? Gibt's dazu eine Geschichte? Hat dich das besonders geprägt? Hattest du irgendwelche Termine mit Kunden? Oder also geh in deinen Kalender, guck, welche Termine du hattest. So, an welchen Projekten hast du gearbeitet und, und. Also, weil ich ja sage, so sei nicht langweilig. Also, jeder hat ja irgendwas erlebt, so. Ey, das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich mich auch noch erinnere, dass das am Anfang unglaublich schwierig ist, das auch aus Kunden so rausgekitzelt zu bekommen, weil man noch gar nicht diese Denkweise hat, was im Leben passiert ist, so. Also jeder hat ja unglaublich viel erlebt, aber man ist noch nicht in dieser Routine, so in Posts zu denken, habe ich das Gefühl. Jetzt für uns ist das so völlig normal schon, aber für jemanden, der startet, ist so, ah, bei mir ist gar nicht so viel los, ne? Ja, das Problem ist, so alles, was man selbst macht, also sage ich auch mal zu den Leuten, mit denen ich arbeite. Es klingt ein bisschen dumm, aber für dich ist dein Leben selbstverständlich. Ja. Weil du lebst dein Leben ja jeden Tag. Ja. Und da tut es vielleicht auch mal gut, sich mit irgendwem, lass es mal irgendwie Freund, Freundin sein oder vielleicht auch mit jemandem, der ein bisschen Distanz hat, der eben diese Dinge noch nicht miterlebt hat. Und keine Ahnung, rede halt einfach mal mit dem. Öffne dich, also stellt euch mal irgendwelche gegenseitigen Fragen so und ich merke das ja bei neuen Leuten, weil umso schlechter du die Leute eigentlich kennst, desto mehr musst du ja irgendwie noch herausfinden über die Person. Und dann kommen vielleicht auch mal ganz andere Fragen als von Leuten, die dich eigentlich schon kennen. Deswegen, also im Endeffekt geht's darum, sich irgendwie selbst mal zu reflektieren. Und für mich persönlich, obwohl das mein Job ist, fällt es mir auch immer relativ schwer, weil auch mein Leben für mich selbstverständlich ist. Ja. So selbst mir würde es dann helfen, so wenn ich jetzt mit dir irgendwie spreche und du würdest mir mehr Fragen stellen, so dann denke ich mir so, ah, okay, vielleicht war das doch nicht so selbstverständlich oder so. Natürlich habe ich ein Gefühl dafür und kann es irgendwie immer so, weißt du, dieses, ey, vom Standortleiter irgendwie 30 Leute zum zweiten Cack in irgendeinem Startup für deutlich weniger Geld. Natürlich baust du damit eine Fallhöhe auf, ich verstehe, das funktioniert bla bla bla. So. Wenn ich da ewig lang drauf rumreiten will, dann kann ich die Geschichte ewig aufbauen und dann bam, weißt du, so, yeah. I get it. Aber so viele andere machen das ja nicht. Und wissen das ja noch nicht. Und deswegen hilft es da echt mal, sich mit anderen Leuten auch auszutauschen, die Fragen stellen zu lassen, sich selbst zu reflektieren und halt das Wichtigste, einfach auch coole Sachen zu machen. Wenn du coole Sachen sagen, machst, kannst du über coole Sachen posten. Ganz einfach. Einer der Hauptgründe sozusagen war wirklich das, mit dir auch zusammenzuarbeiten und monatlich wirklich diese Themen zu brainstormen, weil man selbst nicht sieht. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich das große Problem daran, dass man irgendwann, ich weiß nicht, blind dafür wird. Und ich weiß noch dieses schöne Beispiel, ich weiß noch, wo du irgendwie gefragt hast, muss letztes Jahr gewesen sein oder so, ja, Robert, was passiert? Ich meinte so, Alter, so geil, endlich wieder grillen, ne? Ja, Mann. Und du meintest so, perfekter Post. Und ich so, was hat Grillen mit Business zu tun? Gar nichts. Wir schreiben einfach davor, scheiß auf Business-Content, die Grillsaison hat gestartet. Und einfach, der ist völlig durch die Decke gegangen. Und ich glaube, ich habe noch nie so viele Grillrezepte in meinem Leben bekommen wie an dem Tag. Aber das war so schön, weil es halt wirklich das, was du, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was du am Anfang auch gesagt hast, halt Gemeinsamkeiten unglaublich wichtig sind. Ne? Also ich glaube, das ist auch die große Dimension so von Social Selling, diese Idee. Deshalb bin ich auch ein großer Verfechter, so eine Gemeinsamkeiten sich zu trauen, zu teilen und auch in Kauf zu nehmen, dass dann natürlich unter 100 Kommentare ein, zwei irgendwie Onkels dabei sind, die sagen, was hat der Post hier auf LinkedIn zu suchen? Nichts, aber er macht
mich ein bisschen erlebbarer, ne, und vereint irgendwie alle Grillfreunde der Plattform. Und das war irgendwie, ey, werde ich nie vergessen, diesen sensationellen Post, ne. Den nehme ich auch tatsächlich immer sehr gerne in Workshops, die ich gebe, ja, weil ich da auch so sage, so, ja, weil das ist ja genau das, Gemeinsamkeiten. Ey, Holz, dann haben wir, glaube ich, so Gasgrill oder Holzkohlegrill. Ja, stimmt. Haben wir auch noch gefragt, so, ey, weil es halt genau das ist, so darauf geht es. Jeder zum Ersten oder zum einen ist es halt so, ey, jeder hat eine Meinung dazu. Vor allem die Deutschen. Ey, wenn es ums Grillen geht. Da hört der Spaß auf. Da hat ja jeder eine Meinung. Und dann ist es ja auch genau das, so, fuck, der Grill. Also, ist ja so banal mit der Chantal, was ich vorhin gesagt habe. Das habe ich auch schon öfters irgendwie in Interviews oder im Podcast oder so gesagt. Ey, was ich an dir feier, so, man hat jetzt rausgehört, ich bin irgendwie Automotoren begeistert, so, sie halt auch. Und sie fährt Motorrad. Und das ist halt natürlich ein Stereotyp, den man da irgendwie so bricht. So, sie als Blondine fährt irgendwie und vor allem lebt eine richtig kranke Maschine. Ja, ich habe die mal gesehen und dachte mir so, holy shit, ja. Das ist wirklich fettes Ding. Und dann haben wir auch darüber geschrieben, so, ey, Kopf, also abschalten, bla bla bla, was ihr da am besten tut. Und das ist halt irgendwie auch Motorradfahren. Und ich meine, du wirst wissen, und jeder andere, der Motorrad fährt, auch, so, wenn du Motorrad fährst, zumindest in Deutschland ist es so, du grüßt dich. Ey, das ist voll die Sekte hier in Spanien, kommst du gar nicht aus dem Grüßen raus, ne? Sonntags fährt hier jeder Motorrad. Ja. Du bist nur mit dem Arm oben und ich denke mir so, was ist das für eine geile Community, dass man sich direkt grüßt, ne? Unglaublich cool, ne? Ja, siehst du, und warum passiert es? Weil ihr eine fucking Gemeinsamkeit habt. Ja. Also das ist so simpel im Leben. Du kannst dir, guck mal, du könntest jetzt mit der random Person, du sitzt beim Arzt. Ja. Du hast irgendwo, du hast deinen Motorradhelm in der Hand, du sitzt da vielleicht noch in halb Motorradkombi. Man würde direkt ins Gespräch kommen, ja. Ja. So, und das, also genau darum geht es doch. Einfach nur Gemeinsamkeiten im Leben. Weil sobald du eine Gemeinsamkeit hast, kommst du mit der anderen Person, obwohl du die überhaupt nicht kennst, kommst ins Gespräch. Und genauso holst du halt die Leute ab. Und das ist halt so, bei allem, guck dir deinen Freundeskreis an. So, warum sind es deine Freunde? Weil die ähnlichen Interessen haben wie du. Warum verstehen wir uns mit den Leuten gut? Warum, also mit denen wir uns gut verstehen? Weil die eine ähnliche Weltanschauung haben. So, weil die ähnliche Interessen haben, so. Mein bester Freund und ich, wir lieben halt, beide sind geistreich, was Autos anbelangt. Ja, und dann ist es halt mal von 4 Stunden am Abend ist mal 2,5 Stunden Autothema. So, ja, aber es ist halt unsere Begeisterung. Und darum geht es im Leben. Um nichts anderes. Einfach Begeisterung und ein Thema teilen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist so cool, dass du das am Ende so einfach runtergebrochen bekommst. Weil es war immer eine Überlegung, die ich irgendwie hatte. Und ich habe auch versucht, das ab und zu so zu spielen. Und das Beispiel mit dem Motorrad ist eigentlich perfekt, ne? Auch mit dem Grillen ist sozusagen perfekt. Aber ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht klar, wie wichtig dieser Faktor ist. Und wie du schön gesagt hast, jede Freundschaft, glaube ich, beruht darauf, dass man, was weiß ich, gemeinsam gerne golfen geht. Oder dass man an Business interessiert ist. Oder dass man an E-Commerce interessiert ist, ne? Also irgendeine das Gemeinsamkeit ist, so ist es häufig. Ne? Ja. Hey, das gefällt mir. Olli, ich glaube, wir haben gerade so Content Marketing revolutioniert. Ja. Ja, ey, das ist halt, also das ist ja jede zwischenmenschliche Beziehung. Im Fitnessstudio. Wie oft ich schon mit irgendwelchen Leuten gelaufen. Ich kenne deren Namen nicht. So einer, witzigerweise, also wirklich einer meiner besten Freunde mittlerweile. Was geht mit meiner Kamera gerade? Hallo? Guten Tag, Kamera. Erstmal meine schönen Trainingshände, gell? Das Training macht sich bezahlt. Einer meiner besten Freunde mittlerweile, den habe ich im Fitnessstudio kennengelernt. Und wir haben safe, 1-2 Jahre lang miteinander gelabert. Und ich wusste seinen Namen nicht. Ich wusste seinen Namen nicht. Und dann war ich mal mit einem anderen Kumpel trainieren. Und der meint so, ey, wie heißt der eigentlich, mit dem du laberst? Meint so, ey, keine Ahnung, geh bitte mal hin, stell dich mal vor. So, sag, du bist der Micha. So, und dass er sich auch vorstellt, dass du seinen Namen kennst. Und so habe ich seinen Namen rausgefunden. Geil. Und er wusste, irgendwoher wusste er meinen Namen, aber ich seinen nicht. Ah, scheiße, ja. Und er ist halt, weißt du, der ist halt, das Problem ist, also nicht das Problem, also auch, er ist halt Türke. So, dementsprechend, weißt du, es könnte halt, es war jetzt nicht irgendwie so ein Michael oder so ein Simon, sondern Safa heißt er. Und ich wusste den fucking Namen nicht. Das war aber scheißegal 2 Jahre lang, weil wir immer übers Training gelabert haben, so. Also wir haben uns jetzt nicht 5-mal die Woche gesehen, aber so immer regelmäßig. Und erst dann, als ich seinen Namen kennengelernt habe, hat sich daraus auch, oh Gott, sorry, hat sich daraus auch wirklich eine Freundschaft irgendwie entwickelt. Und warum haben wir vorher schon die ganze Zeit gelabert? Weil wir dasselbe Interesse und zwar Training hatten. Ey, das ist so witzig, weil tatsächlich genau das Gleiche ist, merke ich, unter Hundebesitzern, ne?
Du weißt die Namen, der Besitzer nicht, nur der Hunde. Aber der Hunde. Das ist so witzig. Und auch wirklich, ich habe Nachbarn, keine Ahnung, mit denen unterhalte ich mich mindestens 2 Jahre oder so. Und ich weiß auch nicht deren Namen, nur den Namen von den Hunden. Ne? Und, weil irgendwann ist halt auch der Zug so abgefahren, dass man fragt, ja, das ist das große Problem. Ne? Der ist dann durch. Ne? Dann kannst du halt auch irgendwann nicht sagen, ach übrigens, ich bin Olli oder ich bin Robert. Ne? Das ist dann irgendwie so wahnsinnig weird. Ne? Ja, das ist lustig. Ja. Deswegen mache ich das mittlerweile so, ich gehe dann, wenn es vor allem im Fitnessstudio ist, so, wenn man sich die ersten ein, zwei Mal, dann gehe ich mal direkt hin, ey, servus, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt, ich bin übrigens der Olli. Ja. So, um nicht nochmal so ein 2 Jahre lang aneinander vorbeireden Moment zu haben. Ey, das ist sehr clever von dir. Ja. Ey, Olli, wenn du noch ein paar Minuten hast, ich habe hier 11 smarte Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Na, die ein paar Minütchen habe ich noch, ja. Perfekt, die du beantworten kannst, darfst. Was würdest du sagen, ein Buch, was einen großen Einfluss auf dein Leben hatte? Ey, ich lese halt nicht viel, aber tatsächlich... Aber wenn, dann ein gutes. Aber wenn, das ist schon ewig her, muss man auch sagen. Ich habe wirklich wenig gelesen in den letzten Jahren. Aber was ich sehr inspirierend fand, war Shoe Knight. Oder Shoe Dog. Ja. Shoe Dog von Phil Knight. So. Ja. Dem Nike-Gründer, weil ich das so in der Anfangszeit, als ich bei Snox angefangen habe zu arbeiten, gelesen habe. Und dann hat mich das irgendwie so voll... Dachte so, ey, krass, vielleicht bauen wir gerade sowas Ähnliches auf. Das nächste Nike auf, ja. Ja, und tatsächlich die Biografie auch von Elon Musk, weil ich das habe ich so davor oder danach gelesen. Und muss sagen, ist auch schon 5 Jahre her jetzt. Also ich lese wirklich nicht viel. Aber ich war in dem Moment auch so irgendwie privat in so einer Phase, irgendwie gerade von der Freundin getrennt, so super abgefuckt und so traurig und wo gehe ich mit dem Leben hin, bla bla bla. Und dann habe ich da irgendwie so gelesen, so, keine Ahnung, das war so eine Stelle, wo er irgendwie so zum gefühlt 400. Mal kurz vom Bankrott war. Irgendwie seine Frau hat sich gerade von ihm getrennt. Der wurde irgendwie in der Öffentlichkeit von der geroastet so. Und hat da irgendwie Milliarden in den Sand gesetzt. Und dann dachte ich mir so, ey, du liegst gerade hier zu Hause, heulst irgendwie so rum. Wegen so einer Banalität. Der Kerl so hat irgendwie das durchgemacht, hat einfach seinen Arsch hochgekriegt. So, hab mal die Fresse jetzt und mach halt einfach mal so. Yeah. Hä, hey, aber es ist doch cool zu sehen, dass die Bücher in Erinnerung geblieben sind. Ja, die habe ich tatsächlich nie, also... Shoe Dog habe ich gelesen, aber die Elon Musk Biografie, die muss mir mal schnappen. Ja. Ja, kann von dem halten, was man will, aber ist halt trotzdem spannend so. Ey, auf jeden Fall. Jetzt aktuell besser als jedes Krimi, was da abgeht. Frage Nummer 2. Einen Kauf in den letzten 6 Monaten unter 100 Euro, der cool war. Kann sowas auch wie Mikrofon, eine Maus. Ja, der wird schon teurer, ne? 100 Euro, ey. Ja. Boah. Was habe ich denn? Da triffst du mich jetzt off guard, ey. Ey, das ist perfekt. T-Shirt. Ja, ich will es nicht in eine Klamotte nennen, so. Ich trag. Nee. Ich weiß nicht. Ja, ich habe seit gestern habe ich hier was in der Wohnung stehen. Ich weiß nicht, ob das. Da muss ich noch überlegen. Und zwar ist das so Zitronengrasöl, irgendwie so ein Duft. Crazy. Scheiße. Yeah. Und ich weiß nicht, ob das too much ist oder nicht. So, meine Schwester hat mich schon geflamed, so, hey, das riecht nach Toilette. Also sie war noch nicht da, aber sie hat gemeint am Telefon, ja, das riecht doch bestimmt nach Toilette. So. Aber es könnte aber was werden. So, ja, das ist aber schon sehr, sehr geruchsintensiv. Ansonsten, ey, ich kaufe, also keine Ahnung, ich habe so viele Sachen für mein Auto gekauft, die aber alle über 100 Euro gekostet haben, sonst hätte ich irgendwas für mein Auto genannt. Aber ich würde jetzt einfach mal... aber es gefällt mir, es ist eine Folge, nichts für Geringverdiener. Ja. Ja, Zitronengras, Duft. Nehmen wir. Würdest du sagen, Fehler in den letzten 1-2 Jahren oder so, hast du einen Lieblingsfehler, der am Ende sich eigentlich gar nicht so als Fehler rausgestellt hat, sondern der die Grundlage war für, dass es positiv am Ende ausgegangen ist? Also ich glaube, du hast auch in Gesprächen, die wir in den letzten Monaten hatten, waren ja so ein paar Rückschläge sozusagen, hast du ja sie selbst betitelt irgendwie benannt. Gab es da irgendwie eine Situation, wo du dachtest, ey, das sah irgendwie echt blöd aus, aber am Ende hat es sich eigentlich als relativ positiv rausgestellt? Boah, ey, ich hatte jetzt, muss man irgendwie sagen, so außer was Privates, was jetzt glaube ich hier irgendwie zu weit führen würde, aber so businessmäßig hatte ich da jetzt, ich hatte nie was Krasses. So, ich hatte so ein paar Dinge, die mich sehr abgefuckt haben, war es jetzt Zusagen, auf die ich mich verlassen habe, die dann doch nicht gekommen sind.
So, das finde ich ärgerlich, aber was ich Positives daraus mitgenommen habe, weil es echt 4 Leute waren, mit denen ich sehr gerne zusammengearbeitet habe, die mir eigentlich auch zugesagt haben und 3 davon sind auf mich zugekommen Krass. und das hat mich dann schon sehr abgefuckt. Ja. Aber was halt irgendwie geil für mich daraus ist, so mitzunehmen, dass ich nicht drauf angewiesen bin. So diese Sicherheit zu haben, so, ey, ich brauche dein fucking Geld nicht. So, mir geht's auch ohne dich irgendwie ganz gut und das ist, glaube ich, super erfrischend so für mich und super wichtig. Und ja, Hey, das das würde ich ist da wirklich eine irgendwie schöne von wegsagen. Erkenntnis, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil viele Leute dann irgendwie dadurch irgendwie verzweifelt wären, aber dazu sagen, ey, ich brauche das nicht, alles cool. Bestes Investment, Olli, deines Lebens. Ich könnte die Antwort Ja. schon erahnen. Ich warte noch auf, ich hab einen Carporn drehen lassen. Ich warte nur, dass der endlich fertig ist und dass ich dann den Carporn auf Instagram posten kann mit der Caption My Best Financial Mistake. Und Oh, zwar das ist Instagram mein gut. Auto. Ja. Ja, Ich bin My gespannt, wenn Best er rauskommt, Financial werde ich das Mistake. hier unter diesem Interview verlinken, ne? Weil die Karre, die du da hast, das muss die Welt ja wirklich gesehen haben, ne? Ja, ey, keine Ahnung, das hört sich jetzt so, ist vielleicht für den einen oder anderen unsympathisch, mir aber scheißegal, der soll sich dann ficken. So, ich liebe halt einfach dieses Scheißding. Und es macht mir so viel Freude, es ist so geil, das ist halt wirklich ein Kindheitstraum irgendwie. Und ich bin jetzt tatsächlich, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie zu weit geht, aber ich bin jetzt in den letzten Monaten irgendwie durch verschiedene Leute, mal auch ein, zwei andere, deutlich krassere Autos gefahren, auch vom Wert so doppelt so teuer. Und musste dann, und ich liebe halt Autos und finde es geil. Und da war auch so ein Auto dabei, wo ich sage, das ist eigentlich immer mein Traumauto. Aber muss dann sagen, so, ey, meins, so wie es jetzt ist, ist einfach asozial geil. Ich bin einfach super dankbar dafür. So, ja, das ist Hey, das jetzt ist unglaublich schön vielleicht. zu hören. Nee, ist wirklich schön zu Fuck, hören. ich liebe Olli, dieses du musst das Scheißding. Ich ownen. freue mich jeden Tag. Es Ja, ich wundert liebe mich, dieses dass das Ding noch Scheißding. nicht in deinem Titelbild bei LinkedIn ist. Na. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber. Weil es wäre, allein wegen der Farbe wäre es schon Ey, so ein Branding-Ding. auf jeden Fall. Und dann Nee, noch aber es dein macht mich einfach Profilbild, glücklich. Gold. Ja. Es macht mich einfach glücklich. Ey, Ja. irgendeine ungewöhnliche Angewohnheit oder eine Sache, die du gerne tust? Eine ungewöhnliche Angewohnheit. Außer mich vielleicht zu schnell über Leute aufzuregen. Ach stimmt, das ist, ja, das ist ein bisschen, das ist aber super erfrischend, muss ich sagen, Olli. Das erlebt man heute in Zeiten dieser politischen Korrektheit, erlebt man das nicht mehr, dass jemand so gefühlt regelmäßig durch den Bildschirm schlagen will. Und ich habe das Gefühl, manchmal erlebt man diese Momente bei dir, wo ich mir denke, ah, Olli, der schlägt bestimmt gerade durch den Bildschirm, ey. Da hat Ja, er ey. mit Feuer gespielt. Man muss dazu sagen, da kann ich nur Bill Burr empfehlen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist also erstmal eine absolute Legende, dieser Kerl. Und er hat ein Bit letztens gedroppt und da dachte ich mir so, ey, das trifft den Nagel auf den Kopf, weil er von seiner Frau darauf hingewiesen wurde, so, ey, ja, du bist immer so schnell von 0 auf 100 und bla. Und dann hat er halt nur so gemeint, so, ey, so nach dem Motto, halt mal die Fresse, mein Standgas ist schon bei 75. Und das fand ich so geil, weil ich mir dachte, ey, ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Standgas bei 75 ist, aber so bei soliden 30. Das heißt, du hast so das schwierige Anfangsmomentum so schon überwunden, so um das Ding mal ins Rollen zu bringen. Deswegen, ich würde sagen, so mein Standgas ist irgendwie bei 30, so. Hey, das ist voll das Und geile irgendwie bei Bild. 75. Manche Leute, die ruhen ja so in sich, die rollen rückwärts gefühlt, Ja. ne? Ja, die kann nichts aus der Fassung bringen. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein Ey, ich fand geiles das Bild, so so gut. let's go, ey. Ja. Ja, ich fand das so witzig und da dachte ich mir echt so, ja, ich fühl's. Bill Burr, absolute Legende, kann ich jedem nur empfehlen. Hey, das ist dieser Comedian, der gefühlt jeden Hops nimmt, oder? Ja, der ist einfach genial. Die Ey. Beobachtung, wie er das runterbricht, das ist einfach, also ich habe mir ein paar Sachen von ihm angeguckt und ich dachte mir so, ey, das ist einfach so, wenn du ein bisschen so überlegst, Comedy handwerklich, das ist schon einfach richtig gut. Und Ist seine ein Stimme in Kombination dazu, der hat auch so eine sehr, sehr einzigartige Stimme, vor allem wenn er sich aufregt. Es ist Gold. Mein Standgas ist schon bei 75, gefällt mir. Letzte Frage, Olli. Relativ simpel. Du kennst es ja wahrscheinlich auch so. Gerade wenn man schreiben muss und kreativ sein muss, gibt es ja auch diese Tage, wo man nicht sowas auf die Kette bekommt. Na, und so vor einer leeren Seite sitzt. Was machst du dann? Na, also hast du da irgendwie Verzweifeln. eine Gewohnheit für dich gefunden oder ist es halt Nein, so, gar nicht. Nein, fuck. ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwas Geiles sagen. Ey, dann sitze ich da stundenlang, raste aus, weil ich mir denke, so, keine Ahnung, du hast so 0:43 Uhr auf der Uhr,
denkst du, du wolltest schon seit einer Stunde pennen gehen. Dann anstatt diesen scheiß Beitrag irgendwie einfach runterzuschreiben, stehe ich nochmal auf, geh nochmal ins Bad, geh nochmal auf Toilette, keine Ahnung, putz mir die Zähne. Dann meine Spülmaschine, die seit 3 Tagen ausgeräumt werden will, fange ich dann auszuräumen. So, irgend so eine Scheiße. Guck dann nochmal auf die Uhr, 0.57 Uhr. Denk dir so, du dummer Spaß. Schreib doch jetzt einfach diesen verschissenen Text und dann kannst du pennen gehen. So. Und dann ist es im Endeffekt, gehe ich um 2 Uhr im Bett, reg mich assi auf, dass am nächsten Morgen um 8 der Wecker klingelt. Bei 6 Stunden Schlaf bin ich halt wirklich komplett am Arsch und denk mir einfach nur so, ey, so, also die Arbeit hätte an einem guten Tag in 15 Minuten erledigt werden können. Du hast jetzt 1,5 Stunden oder so gebraucht. So, wie dumm kann man sein? Also nein, ich habe leider, ey, wenn da draußen jemand einen Tipp für mich hat, so, ich nehme ihn sehr gerne an. So, ich möchte dazulernen, aber ich kann euch leider nichts mitgeben. So. Ja, also ich bin vollkommen bei dir. Herrlich. Weil das Dumme ist halt, das ist halt der Nachteil, wenn man keine Mitarbeiter hat. Wenn ich es nicht mache, macht es halt niemand. Ja. Es muss halt gemacht werden. Ja, das stimmt. Und keine Ahnung, ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie so vorarbeitet. So, das war ich in der Schule auch noch nie. Sondern bin ich bei auch mir ganz ist schlecht dann auch drin. So einfach dieses, ja, dieses Minimax-Prinzip durchs Leben. So, ich mache dann auch mal, wenn es sein muss, wirklich genau das Nötigste, dass jeder happy ist. Aber ich muss denken, ja, eigentlich hast du dir so 20 Sachen vorgenommen, hast 3 abgearbeitet. Geil. Aber jeder ist happy. Gar keine Notwendigkeit, so richtig da. Außer ich so. Ja. Ey, Olli, vielen, vielen Dank dir für alle Leute, die mehr über dich erfahren wollen. Ne? Wo kann man denn bestenfalls sich melden, wenn man kein Fisch ist? Ne? Ey, auf LinkedIn. Aber da muss ich auch sagen, es kann schon mal ein bisschen dauern, bis ich antworte, sorry. Ja, yeah, easy. Ne? Ey, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir eine absolute Ehre. Ja, und ich glaube, für den einen oder anderen war wahnsinnig viel mit dabei, für alle Leute, die mehr zu Olli erfahren wollen. Ne? Auf jeden Fall. Gerne unten in die Links checken. Ne? Und vielen Dank dir. Danke dir.